Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Until Dawn zusammen Mit mir, mit dem der Ätzende Lasko Lasko. und der ätzende Lasko mit mir, Rizzy. Falls ihr die letzte Folge noch nicht angeguckt habt, schämt euch, nein, aber guckt sie euch an. Letzte Folge haben wir schon ein paar Hinweise gefunden, beziehungsweise der gute Herr hier im Bild. Und ja, wir sind jetzt weiter hier mit Ashley auf dem Weg, Josh zu finden. Und diese Tür ging vorher noch nicht auf. Ja, und bei Mike und Jessica ist auch ein bisschen was passiert. Also wie gesagt, Leute, falls ihr die nicht geguckt habt, Alle anschauen, alle alle Folgen. anschauen. Alle in der Playlist verlinkt. Gibt ja wirklich, bevor du da jetzt reingehst, gibt wirklich diese komischen Menschen, die Let's Plays gucken, aber dann nicht jede Ist da Folge. wirklich jemand in der Ja, Wohnung und schießt mir? irgendwie verstehe Wenn ich nicht. ja, dann wäre Fühle ich. das wirklich beschissen. Ich kann ja ein bisschen gucken. Passcode. Hier sah cool aus. Ja. Ah, hier ist nichts. Ah, da ist eine Tür. Ein Okay. Gemälde. Ja, ich werde noch nicht in die Tür reingehen. Mich mal hier noch umgucken. Sehr. Aha. Seht ihr? Kündigung. 8. November 2013, Abteilung für Ethnizität. Sehr geehrter Dr. Swaffham, vielen Dank für Ihre Antwort. Es ist gut zu wissen, dass der Stamm sich mit dem Land hier noch immer verbunden fühlt, obwohl wir ein paar bedauerliche Probleme haben. Dies ist schließlich die Heimat ihrer Vorfahren. Die Wunden des Vergangenheit zu sein, wird nicht einfach sein, aber ich glaube, dass es ein notwendiger Schritt ist. Mit freundlichen Grüßen, Melinda Washington. Habe Ist wieder noch Empfang diesen. von Joshs Mom? Ja, sie bemüht sich sehr, etwas in Ordnung zu bringen mit irgendeinem Ureinwohnerstamm. Ja, das schlechte Karma reicht sehr, sehr weit. Okay, habe wieder diesen Irren gesehen. Donnerstag 21:17 Uhr hing beim Generatorschuppen rum. Ich werde ab jetzt Buch führen. Okay. Okay. Also den haben wir ja auch. Also wenn, ich hoffe, das ist derselbe. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr, aber den haben wir ja auch schon gesehen. Und anscheinend führen die hier irgendwie eine Unterhaltung mit den Ureinwohnern. Also hier die Frau von Josh, die Frau, die Mutter von Josh, beziehungsweise die Eltern. Ja. So wie ich das jetzt verstanden habe. Okay, da geht's raus. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich. Ich gehe, Ich ich glaube probiere. nicht, dass wir. Ich glaube auch nicht, dass wir raus können. Ich probiere es jetzt trotzdem einfach. Ja, okay. Habe ich mir so gedacht. Nicht wahr, Ashley? Perfekt, danke. Jetzt lache ich noch. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine, vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen. Das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich Warte, erzählt warte, habe. warte, warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh, Josh! das kam aus der Küche. Josh! 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 Komm! Rau. Rein. Ach
Ach du Scheiße, nein. Okay. Ich komme immer zu seinen Stunden, ich merke es schon. Okay, das Tier ist tot. Na, wenn wir uns für das andere entschieden. Also ich. Hallo. Hi. Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Jetzt kommt doch mal ein spannender Teil. Okay. Und direkt eine schwierige Frage, glaube ich, für dich. Nö. Nein? Also ich mag Josh an sich schon, aber wenn die beiden im Vergleich sind, finde ich Sam sympathischer. Er wirkt mir so ein bisschen so, keine Ahnung, komisch, weiß ich nicht. Habe also, ich ein Augenproblem oder sind die S's alle so komisch geschrieben? Nee, die sind alle, stimmt, die sind alle so komisch, aber ich glaube, das liegt daran, ich habe keine Ahnung. Egal. Also ich würde mit Sam gehen, ich finde Sam ist cool, Sam mag ich. Ja. Nee, ich mit Sam. Warum haben wir Handschuhe an? Das sieht voll elegant aus. Mhm. Safe. Ganz klar, Matt. Ja. Bin ich voll von überzeugt. Ich mag den Jungen, der wirkt sympathisch. Und Emily liest so. Ach, Emily weg. Weiter geht's. Ich würde jetzt sagen, Chris. Weil ich finde, dass man von dem am meisten gesehen hat. Ashley wirkt mir so ein bisschen so ängstlich, bisschen. Ja. Aber ich finde beide okay, so weißt du so. Ja, ich gehe aber auch genau mit der Aussage mit. Mit Chris, okay, gehen wir mit Chris. Ja, den mag ich, den Jungen, der ist cool. Ich hoffe, dass ich habe eine schlechte Vorahnung, bin ich ehrlich. Das weiß ich nicht. Ein Bauchgefühl. Also ich sag ehrlich, ich würde mich halt für Mike entscheiden. Weil Jessica ist ein bisschen anstrengend, auch wenn ich in einigen Punkten sie verstehen kann. Ja. Also hassen tue ich, glaube ich, sowieso keinen Charakter. Ich finde die alle cool, aber... Ich bin auch... Bei mir ist es auch schwierig, die Entscheidung. Fast 50-50. Ich würde jetzt aber einfach aufgrund dessen, dass wir jetzt zwei Männer genommen haben... Ah, nee, wir haben nicht zwei Männer genommen. Doch, wir haben zwei Männer genommen. Josh, Matt. Matt und Sam. Also Sam, Matt und Josh haben wir genommen. Nee, Josh haben wir nicht genommen. Chris. Chris war das. Würde ich jetzt die Frau nehmen? Weil wir, dann haben wir zwei Frauen und zwei Männer. Ich bin halt auch bei den beiden zwiegespalten, deswegen. Dann machen wir das so. Jessica. Nicht, dass wir irgendwas hier. Nein, er lächelt mir immer nur zu. Ja? Das ist nie gewinne. Die haben beide was Komisches. Ja, finde ich auch. Die also, ist halt so hinterlistig und er ist so... Er ist komisch, nicht, nein, er ist einfach nur... Kennst, genau. Kennst du dieses Gefühl, wenn so... Er wirkt so gar nicht bei sich, so weißt du, er wirkt so, als wäre er nur die ganze Zeit bei... Also ich kann das verstehen mit seinem Trauma und so, ja. Aber er ist halt trotzdem irgendwie mies komisch. Also ich hätte jetzt in der Hinsicht eigentlich Josh genommen, aber weiß ich nicht, was ist deine Meinung? Bei mir ist es bei den beiden egal, da du Josh mehr magst, dann nimm den Josh. Josh nicht mehr, ich mag den mehr. Also Emily ist okay, aber er muss nicht sein. Jetzt können wir gerne Mike nehmen. Oder? Würdest du sogar Ashley rübersetzen? Ja, dann hätte ich halt eher Ashley gesagt, eigentlich. Okay, weil ich war ja bei Chris und Ashley war ich ja schon so, okay, ja doch, beide sind cool. Okay, ich dachte, du wärst eindeutig für Chris. Meinst Mike? Nee, achso, bei der anderen Wahl. Wen hatten wir jetzt? Wir hatten Josh, Jetzt haben wir gerade Josh genommen. Na gut, dann nehmen wir Ashley. Ich nehme mit Ashley. Ja,
super. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Jetzt hat man die zwei. Die beiden mit der geheimen Affäre, ne? Deswegen war es auch gut, dass wir die genommen haben, weil die haben halt, die verheimlichen irgendwas. Ja, das ist erstens das, aber er dreht mir die Worte im Mund um. Ja, genau. Also das ist so wirklich, das ist halt, und dann... Du entscheidest dich ja nicht gegen den, sondern für den anderen. Also wir haben hier das Ex-Paar. Emily ist auf der einen Seite, finde ich, mehr vertrauenswürdig als Matt, aber sie ist eher so die, als Mike. Also, so ist es... Ich glaube, ich würde Emily eher nehmen, ja. Okay, dann nehmen wir Emily. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme Emily. Ah, nein! Ein bisschen biestig für dich. Alles gut. Warum? Alles gut, ich wollte andersrum machen. Ist kein Problem. Also, mag ich nicht, haben wir ja jetzt gesagt. Ach so. Ja. Ah, okay. Klingt das nicht ein bisschen nach... Doch, das klingt voll nach mir. Ist egal, die Zeit ist auch schon um. Ja. Hat auch ein bisschen gedauert heute, wa? Wir sehen uns bald wieder. Haben wir Emily wohl genommen, ja. Aber ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht jetzt. Oh Gott. Festhalten! Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen. Er hat eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Offenbar warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts in Blackwood Pines und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. S. I. S. T. Schwester? Frag, wessen Schwester? Josh, das ist bestimmt... Welche Schwester ist es denn? Ah! Lauf! Ah! Oh mein Gott! Ash! Hey! War schon saftig. Mhm. Gehört, ne? Oh, fuck! Loyalität. Oh, fuck! So ein Fuck! Oh! Jessica! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie krass! Ich... Oh mein Gott! Ein Quicktime-Event. Ich seh's kommen. Was hast du? Quicktime-Event. Schnell sein. Muss Skill sein. Ich muss schnell sein. Nice. Jessica, ich komme. Jessica! Geh doch mal halt weiter. Ich kann nicht alle. Ja, klar, was. Ja, ich weiß, aber ich will ja selber dahin. Nein, nein. Ich hab Angst. Jetzt hab ich Angst. Der Plus war okay. Ja, der Plus war okay. Ich weiß, wir müssen uns beeilen, aber. Ja, doch, Jessica ist eine starke Frau. Ich schaff das. Oh Gott. Runterspringen, ich hätte bisher fast gebrochen oder so. Ja, so. Ich kenne mein Glück. Ja, war viel zu hoch. Weiter, genau. Oh. Und runter. Und rüber. Du schaffst es. Und runter. Jawohl. Und rüber nochmal. Du bist ein Macher. Safe. Er schafft es. Du bist ein Athlet.
Boah! Close. Du bist ein Athlet, du bist ein Macher. Sehr komm. Gut, sehr gut. Komm. I don't know. Nein, alles gut, du schaffst es. Alles gut, ich hab dich. I got you. Sehr gut. Nice. Na los, Mikey Boy. Ja, Puls 300, ne? Ja. Okay. Aber... Weiter. Wir sind noch nicht fertig. Fokussen uns. Ist so ein alter Bahnhof oder so, wa? Mach auf. Und jetzt ganz kurz Pause. Guck dir das Status-Update an. Ich guck mir den Status. Ey, mein Puls ist wirklich um 3000. Okay, also fein. Bei ihm tut sich immer viel. Also wirklich. Was ist mit Josh passiert? Das frage ich mich auch. Also ehrlich. Ist es hochgegangen ein bisschen? Ich weiß es nicht. Ich habe es doch nicht erkannt. Genau, und Tapfer ist auf jeden Fall sehr weit oben. Ja. Witzig ist ein bisschen runtergegangen, glaube ich, habe ich gesehen. Mhm. Romantisch. Hilfsbereit ist runter, hochgegangen. So, das war das. Genau, das war das. Ja, das war der Steckbrief. Ey, Junge, ich... Es müssen ja zwei sein. Weil jetzt haben wir hier einen und genau, wir haben hier einen und in der Lodge drinne. Genau. Ich komme! Hältst du kurz durch, Jessica? Ich muss hier ein Geheimnis suchen. Genau, das ist der Kunde. Elevator? Ja. Haben wir auch was gesehen? Jessica? Ja, ich glaube, ich kann hier nicht viel sagen. Also jetzt kommt es drauf an, wahrscheinlich. Machst du mir Druck? Mach dir keinen Druck, Bruder. Du hast schon brilliert gerade. Ich kann sowas nicht. Jessica! Oh nein. Okay, wir haben Mike gesehen mit einem Hund. Oder Wolf? Oder ein Wolf, genau. Ja. Die Lampe macht richtig Spaß. Die Lampe macht Breakdance in meiner Hand. Unsafe. Jessica! Ich kann aber auch nicht rennen, oder? Michael immer rennen würde. Scheiße. Ich glaube nicht, dass irgendein Wagen kommt oder so. Ich dachte auch. Ey. Gib mir nochmal die Tote. Nein! Oh Gott! Nein, Jessica! Oh Gott! Jess! Oh. Jess, okay, sie lebt. Ist okay. Ich dachte. Nein. Was zur Hölle? Also ein Headshot. Nein, geh doch runter. Warum geht er denn nicht runter zu ihr? Dicker, nein. Gehen schneller hoch. Wir müssen runter eigentlich. Ja. Oh Gott. Bin kein Fan davon. Ich bin auch echt langsam gerade. Wir springen. Komm schon, komm zu doch. Jawohl. Ah!
Hab dich. Triggerfinger. Sehr, sehr gut. Okay. Ich glaube nicht, meine Hand ist so verschwitzt. Shit! Da ist der. Ja, dann renn doch hinterher oder keine Ahnung. Wow. Mike, bitte. Komm schon, du blöder Schrott. Scheiße, ich muss rennen, rennen. Okay, sehr gut gemacht. Okay, wir haben auf einmal ein Feuerzeug. Ja, ich... Okay. Damit hätten wir ja nicht vorher das anmachen können, wa? Oh, wir sind wieder draußen. Nein, geh zurück. Ei, der Bastard. Gott, sieht aus wie Kent. Da ist er. Wir sind wieder in der Lodge. Oh mein Gott. Er hat nur Ashley mitgenommen. Oh, er hat uns aber echt gegeben. Ashley! Washington Lodge. Das ist 20 Minuten später, glaube ich, oder so, wenn ich die Zeit richtig gelesen habe. Okay. Aber gut, Leute. Ash. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten wieder. Eine Sache können wir noch machen. Wir gucken uns doch den Schmetterling an. Wir gucken uns den Schmetterling noch an, aber ich bin fertig. Das war zu viel. Schmetterling, Rettungsaktion. Mike ist Jessica erfolgreich nachgelaufen. Wollte ich nur mal, ne? Ich klopfe mir mal selber auf die Schulter mit Quick Claim. Aber warte, was soll denn das heißen? Weil das kam genau da, wo sie runtergeflogen ist. Hätte man jetzt verkacken müssen? Aber es heißt ja erfolgreich nachgelaufen. Naja, aber. Also war der auch, hast ja auch alles richtig gemacht, aber. Ich meine, okay, wenn wir kurz zurückdenken, ich habe nicht wirklich einen Weg nach unten gesehen da bei ihr. Sondern nur diese Treppe, die so nach oben ging, weißt du, also die ging halt nach oben. Ich habe nicht gesehen, dass ob da irgendwas runtergeht oder so, aber meine Intention wäre halt gewesen, spring runter, ja, so hilf jetzt, so, sie war doch noch nicht tot. So, weißt du? Ja. Oh Mann, nee. Aber ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo nicht vergessen, Kommentar, wie euch die Folge gefallen hat und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich gehe jetzt erstmal... Kann ich duschen oder so? Oh, ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.